So, Freunde, angekommen. Auf zum Gewächshaus. Scheiße, Isaac. Ich kann die kontaminierte Luft bis hierhin riechen. Es verbreitet sich schneller, als ich dachte. Ich versuche es zu isolieren, aber das wird uns nicht viel Zeit bringen. Wir müssen dieses Ding vom Schiff schaffen. Die Chemikalien, die du brauchst, sind im Chemielabor. Wenn du da bist, werde ich die Tür für dich hacken. Also zum Chemielabor. Hoho. Ihr Penner. Sie können sich nicht Gottes Plan in den Weg stellen. Die natürliche Ordnung. Sind sie blind wie der Rest? Okay. Anscheinend hat jemand die Türschlösser auf diesem Deck neu programmiert. Und zwar erst kürzlich. Wir sind wohl doch nicht allein hier. Jemand will dich nicht in diesem Teil des Schiffes haben. Ja, das ist ja super. Schön. Ich will auch nicht hier sein. Aber was wolltest du machen? So, schauen wir mal, wer das ist. Tja, tatsächlich wäre der Plasma-Cutter wahrscheinlich die bessere Wahl gewesen. Aber naja. Oh, was ist denn los da drüben? Tja, kann man sagen. Noch mal gleich, wie du aussiehst. Ekelhaft. Das war jetzt nicht so clever. Zu früh. Ach Mann. Scheiße. Schnell mal erstmal nochmal Stasi da aufladen hier. Hier lassen wir nochmal schnell einen Kick da. Man weiß ja nie. So ein Scheiß. Ja. Hopp, 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 hopp. Du bist in der Nähe der Chemiestation. Sobald du die Chemikalien hast, brauchst du auch eine DNS-Probe des außerirdischen Gewebes. Ich werde die Aufzeichnungen mal diesbezüglich durchsehen. Schön. Okay, da muss er lang. Down, baby. Oh, ja. Textlog. Okay. Hey, was machen Sie da?
Aufruf von Dr. Chalice Mercer. Ich habe jetzt einen lebendigen Probanden für meine Studien. Ich kann es kaum erwarten, meine Gewebe-Regenerationstheorie zu validieren. Anfangs war es schwierig, ihn ruhig zu stellen. Aber jetzt scheint es ihm gut zu gehen. Er vertraut mir, Dr. Kane. Er hat sein Leben mir anvertraut. Er versteht, welche Rolle er einnimmt. Versteht, was ich tue. Die Stirn wurde desinfiziert und markiert. Was haben Sie damit vor? Und ich versuche jetzt, einen Kanal zu schaffen, durch den ich das Gewebe einführe. Das ist ekelhaft, Alter. Das ist richtig ekelhaft. Ich denke mal, der Typ wird released, wenn wir an das Panel gehen da drüben. Und das hier lassen wir den kleinen. Anfrage wird bearbeitet. Bitte warten. Mischung des Antigens beendet. Bitte Kapsel entnehmen. Bist du? Ihr Kampf ums Überleben ist bewundernswert, aber sinnlos. Und doch machen sie weiter. Fast möchte ich glauben, wir hätten Hoffnung, unsere Spezies. Bin ich der Einzige, der sehen kann, dass wir vor langer Zeit ausgestorben sind, es nur noch nicht akzeptieren konnten? Hören Sie auf, herumzulaufen, zu kämpfen. Unsere Zukunft, Ihre Zukunft, die Zukunft unserer sterbenden Rasse endet hier. Gestatten Sie mir, Ihnen die Nachkommen der Menschheit vorzustellen. Die Kinder, die uns ersetzen werden. Unsere größte Schöpfung. Alter, du bist so ein Freak, ey. So, der fällt dich hier von den Kindern. Scheiße, stimmt. Das ist nicht geil, das ist nicht geil. Du kannst es nicht töten, Isaac. Es regeneriert sich immer wieder. Was ist denn da bloß? Mach schon! Na dann. Show me the way out. Ich sehe hier auch Dinge. Komm mal auf das Ding. Du musst jetzt eine DNS-Probe der Wucherung finden. Der Wucherung. Laut den Laborberichten wird eine inaktive Probe auf der Intensivstation gelagert. Ein Dr. Mercer hat offenbar damit experimentiert. Ich versuche die ganze Zeit schon Hammond anzufunken, bekomme aber nur Rauschen. Isaac, du musst dich beeilen. Okay, alles klar. Oh, fuck, Alter. Jetzt hast du noch so einen Nemesis-Typen hinter dir, ey. Also... Na, ihr habt es gemerkt, wir können ihn nicht töten, wir können ihn bloß halt verlangsamen, indem wir ihn halt so ein bisschen amputieren und dann halt ins Sasse versetzen. Oh, das hört sich so mies an, ey. Oh. Das ist ja der Typ schon wieder. Ihre Beharrlichkeit erstaunt mich. Sie klammern sich an den allerletzten Strohhalm und lassen einfach nicht los. An dem fest, was einst ihre Welt war. Aber sie gehört jetzt den Kindern. Freuen sie sich über das Wissen, dass ihr Tod ihre Geburt bedeutet. Psst. Hören sie es? Es kommt. Beten sie. Scheiße, ey. Ach,
Scheiße, nee. Köln doch schon. Oh, shit. Oh, 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 oh. Ah. Wo ist denn hin? Oh. Jetzt bin ich am Arsch, Alter. Jetzt bin ich am Arsch. Jetzt verpiss dich doch! Ich nehme mal erstmal einen Minikick genommen. Der macht mir ja wirklich hier richtig zu schaffen. Irgendjemand hält ständig die Türsteuerung runter. Ich hab das Schloss jetzt überbrückt. Los! Ich schub, Junge! Oh Gott. Oh Mann, 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 Mann. So, okay, cool, das war einmal. Nice Treffer. Mal ein bisschen zerlegt hier. Ach du Scheiße, wer bist denn du? Du, auf dich warten wir jetzt erstmal mal kurz. Du bist gleich tot.